Also unsere Initiative ist damals entstanden, die Mauer war gefallen und Deutschland wurde wieder vereinigt und dadurch gab es eine riesige Spekulationsblase und es war völlig klar, dass die Mieten steigen würden, weil Berlin wirtschaftlich interessanter geworden wurde damals. Und dann kam natürlich auch, wie es kommen musste, die ersten Kündigungen von Ateliers und es gab Mieterhöhungen und die Künstler im Osten hatten eben mit Rückübertragungen zu kämpfen und mit einer völlig ungewissen Zukunft. Aus dieser Situation haben wir uns dann zusammengetan und haben gesagt, das kann so nicht sein. Es gab ja auch ganz viele Ausstellungseröffnungen damals oder gibt es natürlich heute auch. Aber wir haben dann halt gesagt, wir gehen jetzt zu diesen Ausstellungseröffnungen und machen ganz klar, wenn hier Kunst gezeigt werden soll in dieser Stadt, dann muss man auch dafür sorgen, dass die Menschen, die die Kunst produzieren, einen Ort haben in der Stadt und dass die nicht einfach, dass man nicht einfach zuguckt, wie die unter die Räder kommen, sondern man muss sich eben dafür dann auch engagieren, wenn man einen Wert von Kunst hat und man kann Kunst eben nicht nur nutzen als etwas, womit man sich profiliert und sondern man muss dann eben auch zeigen, dass man ein wirkliches Interesse hat und muss die Produzenten unterstützen. Das war unser Ansatz. Wir haben Aktionen in Museen gemacht. Also die Überlegung war ganz klar notwendig, also strategisch zu überlegen, wo kann man was machen, was eine große Öffentlichkeit erzeugt. Also haben wir gesagt, wo wird Kunst verwertet, wo sind Menschen, die sich für Kunst interessieren, wo gehen die hin? Das sind die Museen. Die sind im Grunde genommen Nutznießer zwar nicht immer der Kunst, die wir gerade machen, sondern von schon erfolgreichen Künstlern, aber die sind auch dem Problem näher. Also sind wir in diese Orte gegangen, haben sie besetzt und haben Flugblätter verteilt oder gelegentlich auch etwas spektakulärere Sachen gemacht, dass wir uns ausgezogen haben mit Schriftzeichen auf der Brust oder auf dem Rücken, die dann wieder einen Slogan ergeben haben, wie Künstler brauchen Ateliers oder ohne Ateliers keine Kunst. Nachdem das Atelierprogramm eingeführt worden ist, gab es für die Künstlerinnen und Künstler in Berlin den Anreiz, in Berlin zu bleiben. Und es kam sogar dann zu einem Zuzug von außerhalb, weil sie gemerkt haben, dass die Stadt Interesse an der Kunst und an ihnen selbst auch hat. Und im Zuge dessen kamen dann auch Galerien, sehr viele Galerien nach Berlin. Und Berlin entwickelte sich zu so einem richtig brodelnden Ort, in dem Kunst entstand und auch der Kunsthandel langsam sich entwickelte und ist zu einem weltweiten Anziehungspunkt geworden für die bildende Kunst. Und da war das Atelierprogramm ein wesentlicher Auslöser. Also das Wichtigste für Künstlerinnen und Künstler sind Räume, das heißt der Arbeitsraum, das Atelier. Dazu ist es wichtig, dass er eben auch noch Werkstätten findet in der Stadt, in denen er arbeiten kann, also zum Beispiel Druckwerkstatt oder Bildhauerwerkstatt. Und das ist eigentlich typische Infrastruktur für Künstlerinnen und Künstler. Oder auch die Medienwerkstatt in der Druckwerkstatt genauso. Da sind sehr viele Dinge, die der Künstler nicht selbst bezahlen kann und die er nicht auf dem Gewerbemarkt, also auf dem üblichen Markt, finanzieren kann. Das Besondere am Berliner Atelierförderprogramm ist, dass es zunächst einmal eine Förderung der Flächen ist. Es ist eine Förderung der Infrastruktur. Es
Es ist nicht ein Stipendienprogramm, mit dem eben vielleicht für einen Künstler, der gefördert werden soll, auch mal ein Atelierplatz verbunden ist, sondern umgekehrt. Es ist eine Förderung von Atelierarbeitsplätzen. Und man sieht natürlich dann zu, dass sie auch von professionellen Künstlerinnen und Künstlern zweckentsprechend genutzt werden. Aber das dreht das Verhältnis um. Das Berliner Atelier-Anmietprogramm funktioniert an sich ganz einfach. Die Senatskulturverwaltung finanziert einen freien Träger, der gemeinnützig Immobilien verwaltet und anmietet. Dieser mietet Immobilien also für Arbeitsflächen, für Künstler geeignete Flächen an und vermietet sie dann nach der Entscheidung eines Beirates, der von unserem Atelierbüro betreut wird, an professionelle Künstlerinnen und Künstler weiter. Und zwar zu Untermieten, die diese Künstlerinnen und Künstler sich noch leisten können. Maximal 4 € pro Quadratmeter, während die Hauptmiete, die diese gemeinnützige Gesellschaft zahlt, natürlich höher sein kann. Und die Differenz wird über die Finanzierung der Senatskulturverwaltung aufgefangen. Gleichzeitig heißt das aber auch, es ist keineswegs eine totale Förderung. Da schenkt der Staat nichts den Künstlerinnen und Künstlern, sondern 60% der Programmkosten werden von den Künstlerinnen und Künstlern selber bezahlt. Das sollte man wissen. Alle Künstlerinnen und Künstler, die in der Stadt leben und ihren Arbeitsmittelpunkt haben, können sich übers Internet für die Ateliers interessieren und schauen, was da an Angeboten ist. Und dann werden Ateliers, die ausgeschrieben werden, besucht. Man schaut sie sich an, das Atelierbüro ist dabei und prüft nach, also für welche Räume interessiere ich mich als Künstler. So. Für die Künstlerinnen und Künstler sind zwei Dinge wichtig. Und zwar Künstlerinnen und Künstler, die A, über eine bestimmte Einkommensgrenze nicht hinausgehen dürfen. Also sie müssen schon irgendwo, sagen wir mal, wenig Geld haben. Das muss nachgewiesen werden. Und dann müssen sie professionell sein. Das muss auch nachgewiesen werden anhand ihres künstlerischen Lebenslaufs und so weiter. Das wird alles dann geprüft. Und dann geht es darum, dass der Bedarf auch tatsächlich dringend ist. Die Dringlichkeit des Bedarfs ist ein ganz entscheidendes Kriterium, nämlich berufliche Dringlichkeit, soziale Dringlichkeit. Dieses beides macht eigentlich das Hauptkriterium aus. Das Hauptkriterium, nach dem Ateliers dann vergeben werden. Also das mit dem Programm hat sich eigentlich erst so im Laufe der Zeit entwickelt. Als wir angefangen haben, war erstmal nur die Not da. Und wie das genau, also wir haben ja auch eng mit dem Berufsverband Bildender Künstler zusammengearbeitet und es gab das Kulturwerk ja auch. Also das hatten wir uns natürlich auch gewünscht als Träger für dieses Programm. Und es musste ja auch irgendjemand das dann verwalten und dann war natürlich auch die Frage, wie geht es jetzt weiter? Ne? Also wir mussten dann ja schon auch die Programme stricken, das gab es ja alles nicht. Wie wird vergeben, nach welchen Kriterien, wo sitzt der Atelierbeauftragte? Der Senat wollte den wahnsinnig gerne bei sich ansiedeln. Wir wollten aber, dass er beim Berufsverband Bildender Künstler angesiedelt ist, weil das ein unabhängiges Gremium ist und wir uns sicher waren, dass halt eben die Idee, die für uns dahinter steckte, nämlich dass theoretisch jeder die Chance hat, daran zu kommen und dass die Biografie eben nicht das ausschlaggebende Moment ist, wie bei den Senatsstipendien. Man muss sagen, heute haben wir erneut eine sehr schwierige Situation, weil Wohnungen und Gewerberäume ein knappes Gut geworden sind. Das liegt daran, dass es hier lange Zeit keinen Wohnungsbau gegeben hat, dass sehr viele städtische Immobilien und Wohnungen privatisiert worden sind. Und dazu kommt noch, dass das internationale Fluchtkapital aus der Finanzkrise nach Berlin kommt und Teile der Innenstadt betoniert.
und Wohnungen gebaut werden, aber Wohnungen für Besserverdienende, also gehobenes Wohneigentum. Das alles treibt die Mieten und vertreibt die Künstler tendenziell aus dem Stadtinneren nach außen. Nicht nur die Künstler, auch andere, die nicht sehr viel verdienen, die also wenig in der Tasche haben, die verschwinden nach außen. Und dem muss etwas entgegengesetzt werden. Weil es nicht geht, Künstler können nicht auf der Wiese draußen arbeiten, das geht überhaupt nicht, weil dann ihre Infrastruktur, also ihr Netzwerk zerbricht, das zerbricht jetzt gerade. Und die Zeit der Zwischennutzung ist eben vorbei, die Zeit der freien Räume ist auch vorbei und hier muss jetzt richtig die Politik eine neue Stadtentwicklungspolitik machen, die also Räume für Kultur und für Ateliers und für Kunst zur Verfügung stellt. Also die Kunstszene in Berlin ist so vielfältig, dass man sie eigentlich sehr schwer beschreiben kann. Ja, also es gibt eigentlich nicht die Szene, sondern es gibt Szenen, eine Vielfalt von Szenen. Und diese Vielfalt von Szenen ist natürlich hochinteressant, auch für Außenstehende, auch für Kunstliebhaber und auch für Sammler, weil sie von Szene zu Szene hoppen können, also schauen können, was überall wo entsteht. Sie werden übrigens nie alles entdecken, weil das kann man gar nicht, weil es hier monatlich etwa 300 Ausstellungen gibt, die man natürlich gar nicht alle besuchen kann. Das ist ja auch das Spannende, dass man immer wieder erfährt, wo etwas passiert ist, wo man nicht dabei war, wo man sich dann ärgert, das habe ich nicht gesehen. So, also es gibt jetzt wahnsinnig viel, noch jedenfalls wahnsinnig viel zu entdecken. Das ist ein sehr breites Spektrum, das eigentlich über viele Stadtteile verteilt ist, das hier arbeitet, das ist ein Bereich, das ist sozusagen der Humus, das ist das, der Bereich, aus dem also künftige bedeutende Künstlerinnen und Künstler sich dann entwickeln. Das Programm ist natürlich immer noch genauso wichtig, weil sich an der Situation der bildenden Künstler überhaupt nichts verändert hat. Die Mieten steigen wieder. Jetzt im Moment gibt es wieder einen ganz großen Sprung. Künstler sind nicht in der Lage, unbedingt das so ohne weiteres aufzufangen. Und es ist halt eben nur eine ganz kleine Prozentgruppe von Künstlern wirklich wirtschaftlich erfolgreich. Ich glaube, es waren gab Statistiken damals, und die werden sich nicht wesentlich verändert haben, dass nur 2% der Künstler von ihrer Kunst auch leben können. Und die haben dann noch Berufe, mit denen sie das noch nebenfinanzieren. Aber jedenfalls ist das einfach eine Gruppe von Menschen, die nicht unbedingt in der Lage sind, solche Mietsteigerungen auffangen zu können. Und trotzdem sind sie wahnsinnig wichtig für die Stadt. Weil es kann ja auch nicht sein, dass in einer Stadt nur das erfolgreich ist, was unserem wirtschaftlichen System entspricht. Sondern man braucht in einer Gesellschaft eben auch Menschen, die anders leben. Und Künstler tun das in ganz vieler Hinsicht. Und eine Stadt wie Berlin braucht so etwas.